Willkommen zurück zu Control auf Nightmare of Life mit DJ. Na. Ich habe gesehen, wir können einen Stich bauen. Lass uns mal einen Stich bauen. Zack, Stich gebaut. Das Ding können wir immer noch nicht aufwerten, weil uns immer noch Ritualimpulse fehlen, was auch immer das sein mögen. Achso. Ja, ist ja gut. Achso, nee, die kosten ja, die wollen wir nicht. Genau, ich habe hier Fähigkeit gekauft und zwar mehr Lebensenergie. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit. Warte, habe ich. Nee, dann wird es blinken, ne? Wenn ich da was fertig gemacht habe, blinkt es. Ja, okay. Wir sind jetzt so weit, dahin zu gehen, wo sie gesagt hat, gehen wir dahin. Was wir wahrscheinlich schon in der letzten Folge hätten machen können. Was ich aus irgendeinem Grund nicht gemacht habe. Aber egal. Guten Tag. Ach so, doch. Ja, das ist gut. Das ist ganz gut. Das ist okay. Das ist nicht schlecht. Okay, in die Wartung. Wir wollen in die Wartung. In die Wartung hätte ich schon längst per Schnellreise gekonnt. Über den Knoten. Über den Kontrollpunkt. Ich sag mal, wir lernen das Spiel noch kennen, ne? Wir spielen ja noch nicht so lange. Y'all ready for this? Weiter geht's. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he alright? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan. Once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Hab ich. Erinnert ihr euch, hier waren wir schon mal und hier war. Das war zu. Habe ich das jetzt aufgeschossen, indem ich die Viecher hier, diese Dinger weggeknallt habe? Hier war nämlich eine Nebenmission, erinnere ich mich. Was, Beschwerde eines was? Training? Irgendwas? Ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, der ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probedurchlauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich der Verwendung dieser Aufnahme nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommenen Nachrichten für den Ranger-Trainingskurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung vor meinen Kollegen nicht tolerieren. Falls nötig, werde ich die Personalabteilung einschalten. Mit freundlichen Grüßen, Randall Polaski. Jetzt bin ich aber gespannt, was hier jetzt für Sprachsamples auf einmal kommen werden. Und vor allem, was für ein Zusammenhang. Wenn man Gegner abballert, oder was? Doch nicht? Okay. So, I just read this. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or... I always did love obstacle courses. Echt? Ich nicht. Time Trial Scheiße. Okay, versuchen wir es zwei, dreimal. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Das ist mit meinem Aim, Alter. 45 seconds remaining. Hat mich getroffen. Wo ist das Ding? Stress mich nicht. Den brauchte ich jetzt wirklich gar nicht. 15 seconds remaining. Okay.
seconds remaining. Course failed. Try again, Ranger. Jetzt weiß ich, warum er das nicht möchte, dass es vorgelesen wird, also abgespielt wird. Und das war fast. Wir haben es fast geschafft. Okay, krass. Okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4. Okay, es ergibt durchaus Sinn, dass er das nicht. 2, 1. Seconds remaining. Let's clap it. Oh. 30 seconds remaining. Ja. Oh, Mädchen, kriegst du mich jetzt auf? Halt dich da fest, verdammte Scheiße. Es gibt anscheinend doch ein bisschen Auto-Aim. Greif die Sachen, die du greifen sollst, ja. 5 seconds remaining. Try again, Ranger. Come on. Oh Mann. Okay, einmal noch. Ich sehe gleich nichts mehr, weil mein Auge so tränt. Das war dumm, weil ich schneller sein wollte, war ich langsamer. Ich hätte schneller sein können, wenn ich erst drauf springe und dann. 30 seconds remaining. Dann. Nee. Was? Was ist jetzt passiert? Guessing this isn't usually part of the course. It's protecting itself. Neues Machtding. Plastikbaumprozedere? What? Isolationsprozedere. Objekt muss in eine schalldichte Zelle aufbewahrt werden. Deutsch nicht, ich kann gut lesen. Beschreibung gewandelte Eigenschaft. Ein Plastikbaum der Marke Holiday Memories mit grünem Plastikständer. Das Objekt wiederholt Wörter, die in der einer geschwärzt gesagt werden, in einer Frequenz von Geschwärzherz. Diese verbale Mimikrie hat eine äußerst verstörende Wirkung auf das imitierte Individuum. Herkunft. Das Objekt wurde aus einer kanadischen Forschungsstation in der Antarktis mitgenommen, geschwärzt, wo er im Rahmen von Weihnachtsfeierlichkeiten aufgestellt worden war. 1979 hatte Sonnenstrahlung die Funkanlage der Basis beschädigt und somit die einzige Kommunikationsleitung zum Rest der Welt gestört. Nachdem die gefrorenen Seewege wieder befahrbar waren, versuchte eine Militärexpedition, es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht richtig lesen kann, zur Basis vorzudringen und erneut Kontakt aufzunehmen. Sie fand die Bewohner der Basis in unterschiedlich schlechter geistiger Verfassung vor. Die Soldaten stellten fest, dass sie den Baum ebenfalls sprechen hörten. Sie sperrten das Objekt in einer Versorgungskiste und brachten es zurück zum Festland, wo die Behörde involvierte. Vielleicht soll ich es nicht wegdrücken, bevor ich es nicht komplett gelesen habe. So. Gehen wir mal hin, oder? Ach, der Safe! Gott, das ist auch schon ein paar Tage her.
Ja. Weiß ich. Was soll ich jetzt machen? Ja, nice. Kannst du aber rennen? Nee. Okay, das verbraucht Energie, wenn ich es aktiviert habe. Okay, ja. Balance quasi runter. Okay. Ich hätte das Gefühl, das hätten wir schon viel früher haben können und es hätte schon viel früher helfen können. Scheiße. Und 4 weitere Fähigkeitspunkte. Ach du holy shit. Okay, das war jetzt einfach als gedacht. Ah, ne, Ritualimpuls. Dafür brauche ich jetzt nur noch einen, ne? Die gibt's bestimmt. Es gibt diese Sachen bestimmt immer in bestimmten Gebieten. Was irgendwie total bestimmt doof ist, bestimmt. Wir haben noch 8 Minuten. Gut. Wir wollen hier hin, Black Rock Processing. Hier waren wir auch schon mal und hier ging es nicht weiter, weil, genau, hier ist nämlich eine Tür. Oh Gott, war das dumm. Von wo? Bin ich? Achso. Habe ich mein Schild noch? Ja. Dann werden wir ihn jetzt mal benutzen, gell? Weil viel Training. Falsch. Da wollen wir. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich aus innerhalb des Schildes schießen kann. Und ich werde jetzt diese Buddel nicht in meine Nähe werfen. Komm, komm, komm. Ach, du kannst da durchschießen und ich wieder nicht, ne? Ha! Oh, ich hab's gesehen. Und überlebt. Ich hab's überlebt. Und jetzt müsst ihr alle sterben. Ihr fiesen Ficker hier. Mal gucken. Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich irgendwas anderes machen? Ich kann gar nichts machen, während ich ein Schild habe. Das ist dann ja irgendwie voll Quatsch. Oh, habe ich dich direkt gekillt? Das habe ich nicht gewollt. Entschuldigung. Okay, sind alle down oder kommt da noch was? Ich würde sonst nämlich gehen. Sackgesichtige Sackgesichtratte! Von hinten überreicht die fiese Sau. Ich habe übrigens gerade die Bestätigung bekommen, Resident Evil ist raus. Das ist ein bisschen bescheuert, dass ich das jetzt hier anspreche, weil wenn ihr das hier zu sehen bekommt, also selbst wenn ihr es an dem Tag guckt, an dem es rauskommt, wird schon die erste Folge Resident Evil gelaufen sein. Mindestens die erste, wenn nicht noch mehr. Wenn alles nach Plan läuft.
Ich habe meinen Cousin jetzt schon Bescheid gesagt, dass es unterwegs ist, weil das machen wir wieder zusammen. Und ich hoffe, das klappt alles. Nicht, dass er irgendwie Schiss hat wegen Social Distancing und so. Wobei ich mir auch da schon was überlegt habe, was man machen kann. Ne, wir können ja hier durchaus 1,5 Meter auseinander sitzen und so. Und Controller habe ich auch 2 zur Not, dass man nicht den gleichen benutzen müsste und so. Und wenn alle Strecken reisen, habe ich 3 Flaschen Sakrotan, die ich mal gekauft habe, fürs VR-Headset. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ah, jetzt, okay. Ach, jetzt geht immer ins Ocean View Hotel, oder was? Na gut. Waren das gerade Schritte oder hat einer geklopft? Wieso gehen jetzt die 2 Türen auf? Bild ist gerade, das Ding ist links, Stuhl ist hier, Radius rechts. Bild ist gerade, Stuhl ist hier, rechts, links. Deswegen lesen wir nämlich die Notizen, damit wir solche Sachen mitbekommen. Ich frage mich, wie man darauf hätte kommen sollen, wenn man die Notiz nicht gelesen hat. Na gut, man sieht ja, dass man es verschiebt und dann guckt man vielleicht im nächsten Zimmer trotzdem nochmal nach. Ich gehe dann jetzt, ja? Ciao! Macht's gut, ihr Trottel! Aha, genau. Das hatte ich nämlich gedacht, dass das passieren würde. Ich dachte nicht, dass wir nochmal im Ocean View Motel landen, aber dass der... dass die Brücke da ausfährt, das hatte ich erwartet. Da habe ich wieder keine Zeit. Und das ist die letzte Folge für mich in dieser Session. Ein bisschen ärgerlich. Upsi, Entschuldigung. Ach, warte mal, jetzt bin ich hier. Ach so, nee, doch. Warte, was? Doch. Mach mal auf. Danke. Oh Mann, ich will wissen, was dahinter ist, aber wir müssen zum Ende kommen. Also, gleich. Atlaskammer. Okay, we need to find a way to Blackrock Processing. That's where Marshall said we'd find a prism. Ich habe das Gefühl, dass ich solche Räume schon viel öfter hätte betreten können, wenn ich nur ab und zu mal reingeballert hätte. Habe ich da jetzt was eingesammelt oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ich sammle auch nichts ein, das ist... Alter, das strahlt so hell, ich kann es nicht sehen. Das ist ein Radio. Ich muss echt unbedingt irgendwelche... Reminder. If the contents of your workspace have been rearranged, removed, added to, or altered in any other way, you should immediately leave the area while speaking to yourself in a reassuring tone. This will not only keep you calm, but also the room. Thank you for your attention. Wisst ihr Bescheid? Zusammenfassung. Die Atlaskammer ist eine physische Form des Ausdrucks des ältesten Hauses. Ihr Sinn und ihre Funktion sind derzeit unbekannt. Die besondere Form und besondere Dimension der Atlaskammer, siehe Akte ATL 03, um eben jene Dimension einzusehen, scheinen eine explizite Absicht als die
explizitere Absicht als die gewöhnlichen Wände, Böden und Verschiebungen des ältesten Hauses auszudrücken. Die Atlaskammer verändert ihre Form, lässt sich dabei jedoch nicht beobachten. Während des Veränderungsprozesses konnten keine visuellen Beobachtungen gemacht werden. Und wenn Überwachungskameras zum Einsatz kamen, erfolgt die Veränderung zwischen Einzelbildern. Eine frühere Theorie besagte, dass diese Veränderungen mit den Hausverschiebungen übereinstimmen und dass die Atlaskammer geschwärzt das Geschwärzt selbst ist. Allerdings erfolgt die Formänderung nicht zur selben Zeit wie die Gebäudeverschiebung, was diese Theorie zweifelhaft erscheinen lässt. Was die Struktur angeht, so besteht die Atlaskammer aus demselben Geschwärzmaterial wie der Rest des ältesten Hauses. Weitere Beobachtungen werden hoffentlich ihren Zweck ans Licht bringen. Naja, kannst du ja nicht beobachten. Wenn es sich nicht verändert, wenn du es beobachtest, dann geht's ja nicht. War das nicht mit Quantenteilchen so, dass man die nicht beobachten kann, wenn die sich verändern? Oder man kann das nicht, man kann sie... Nee, weil, wie war denn das mit Quantenphysik? Die sind dann schon woanders, wenn man sie sieht oder irgendwie sowas? Weiß ich nicht mehr. Merkt man, dass ich nicht aufhören will? Ich glaube schon. Wir müssen aber zum Ende kommen. Leider ist meine Zeit vorbei. Ich möchte jetzt noch ein bisschen schneiden, bevor ich pennen gehe. Deswegen können wir die Zeit leider nicht nutzen, weiterzuspielen, sondern müssen hier leider aufhören. Was sehr schade ist, weil dieses Spiel mich mehr und mehr fasziniert. Es ist so hell. Es ist entweder zu dunkel oder zu hell. Ich muss echt Einstellungen finden, die passen. Hier geht's zurück zu Central Maintenance, genau. Und da oben ist die Ballerei im Gange. Der werden wir uns in der nächsten Folge gegenüberstellen. Ich freue mich schon jetzt drauf, wenn ich heute Abend komplett verwirrt da stehe und denke, what passiert hier? Wieder schon reingehauen, macht's gut. Bleibt gesund. Werdet gesund. Bleibt zu Hause, was auch immer. Ciao. Vielleicht ist es ja jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, schon längst wieder vorbei. Weiß man, weiß nicht. Schön wär's. Schön wär's.